Hallo, Servus, herzlich willkommen zu BeBressy. Wir sind bei FewStats. Wir schauen eine meiner Runden an, die ich vor ein paar Tagen gespielt habe. Und da guckt man auf die Strokes-Gained-Werte. Die haben in einem anderen Video haben wir die schon angeschaut. Sieht man gut vom Tee, große Verluste im langen Spiel, große Verluste auf dem Grün im kurzen Spiel sehr, sehr ordentlich. Ich gucke jetzt mal gleich hier auf die Scorekarte, denn da ist interessant. Natürlich sieht man hier unten den Score. Da ein bunter Mix aus Birdies und Bogies und leider eben auch Triple Bogies. Und was natürlich sofort ins Auge fällt, sind hier diese zwei schwarzen Ps. Das sind Penalties, das heißt, es sind Strafschläge. Ich habe also zweimal den zweiten Schlag verloren, einmal hier ins Ausgeschlagen, einmal hier ins Wasser geschlagen. Das kann man jetzt hier nicht draus erkennen, aber ich kann mich natürlich noch erinnern. Und für jeden, der sich ein bisschen mit der Thematik Strokes Gained schon auseinandergesetzt hat, ist klar, dass diese Schläge natürlich zum größten Schlagverlust führen. Wenn ich mir jetzt im langen Spiel das dann mal genauer anschaue, ich kann jetzt hier zum Beispiel auf schlechteste Schläge gehen, da seht ihr sofort hier Loch 5 und Loch 9. Das sind diese beiden Schläge, bei denen ich ein Penalty bekommen habe. Das ist sofort ein Schlagverlust von 2,0, weil ja der Strafschlag weg ist und ich den Schlag ja aber ausgeführt habe. Also die sind sehr, sehr schmerzlich. Einmal aus 163 Meter ins Aus, aus 89 Meter ins Wasser, was natürlich wirklich schwach ist. Wenn ich jetzt hier auf der Seite hier drüben schaue, dann kann man auch was Interessantes sehen. Und zwar, diese Werte sind insgesamt unauffällig bis auf diese eine Distanz. Da sind fünf Schläge drin zwischen 155 und 192 Meter mit einem Schlagverlust von minus 4,19. Also pro Schlag fast einen Schlag verloren. Das ist natürlich wahnsinnig schwach. Und da muss man natürlich dann vor allem mal gucken, okay, was mit welchen Schlägern spiele ich diese Entfernung? Wie ist letztendlich eben halt der Schlagverlust entstanden? Aber ich kann das natürlich hier schon ein bisschen eben rekapitulieren, dass eher natürlich die langen Eisen sind, die da auf dieser Runde jetzt nicht so verlässlich funktioniert haben. Und das muss ich mir natürlich tatsächlich im Training mal vornehmen, dass ich da ein bisschen intensiviere, um eben auch gerade so wie hier aus 163 Meter den Ball ins Aus, das ist natürlich ja nicht zu akzeptierender Fehlschlag. Ja, ich will dieses Video nicht so lang machen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Input gegeben, wie ihr eure eigene Golfrunde beurteilt und analysieren könnt und wie ihr das so wertet. Ich hoffe, es hat geholfen und ich wünsche euch viel Spaß auf euren nächsten Runden. Ciao, Servus.